Frank Herzberg aus Brasilien. Eine Nachricht für alle Kontrabassisten und Bassistinnen. Sicherlich, wenn du deine Technik verbessern willst und Improvisation lernen willst, dann stellst du dir die folgenden Fragen. Womit fange ich an, Improvisation zu lernen? Was übe ich danach? Spiele ich immer das gleiche Zeug? Nicht inspiriert beim Improvisieren? Was ist Phrasing? Angst vor schnellem Tempo? Und wie verbessere ich mein Timefeel? Habe ich einen sinnvollen Übungsplan? Muss ich alle Tonarten kennen? Oder spielst du Kontrabass schon einige Jahre, aber du springst von einer Idee oder Technik zur anderen? Oder merkst du in deinem Üben keinen signifikativen Fortschritt? Gibst du vielleicht Geld für Privatunterricht aus, aber erkennst keine klare Linie? Aber warte mal, wenn man darüber nachdenkt, man kriegt doch alle Informationen im Internet, oder? Klar. Viel Glück nur beim Finden der sinnvollen Informationen für dein Niveau und deine Situation. Ist mein Übungsplan sinnvoll? Entdecke! Hallo, Frank Herzberg hier aus Brasilien und ich möchte euch heute meinen Kurs Kontrabass exklusiv Improvisation ohne Geheimnisse vorstellen. Ich lebe in Brasilien und gebe seit 25 Jahren Improvisationsunterricht und habe Kontrabass in Berlin studiert, klassisch Kontrabass und danach Jazz-Improvisation in Berkeley und hatte Unterricht bei Charlie Banarkis unter anderem, der ein unglaublicher Improvisationslehrer war und Leute wie Mike Stern, Michael Brecker, Pat Messini unterrichtet hat. Als ich nach meinem Studium mein professionelles Bassleben anfing und auch anfing Improvisation zu unterrichten, hatte ich zwar unheimlich viele Informationen und viele Bücher, aber ich war gänzlich verloren. Es war wirklich schwierig, einen roten Faden zu finden. In diesem Moment bekam ich von meiner Tante den Jazzstammbaum geschenkt. Den werde ich euch mal kurz zeigen. Auf diesem Jazz-Stammbaum kann man sehen, wie der Jazz hochgewachsen ist, vom Blues zum Swing. Dann kam Bebop, dann kam Cool, Hardbop und dann Fusion. Man kann dort wunderbar sehen, wie der Jazz sich entwickelt hat, von einer einfachen Sache zu einer komplexeren. Ich stand beim Üben also wirklich vor diesem Poster und schaute auf das Poster und dachte, hier sind alle Informationen. Was ist denn im Blues passiert? Was haben die Leute im Blues gespielt? Was hat sich geändert, als denn die Jazzstandards wichtig wurden, die Popsongs? Und warum ist beim Bebop alles wieder anders geworden? Und was hat sich geändert im Cool und im Hardbop? Und als ich darüber nachdachte, wurde mir auf einmal klar, dass man wirklich die essentiellen Techniken einfach sich anschauen muss. Und beim Blick auf diesen Stammbaum kam mir dann wirklich die Idee, eine Technik zu entwickeln, die ich heute Watts nenne. Das heißt W. Weniger ist mehr. A und T, alle Tonarten. Und S, singen. Und mit dieser Methode habe ich schon weit über 1000 Studenten hier in Brasilien betreut und habe auch schon im Jahr 2008 angefangen, das übers Internet zu unterrichten. Allerdings über E-Mails, die verschickt wurden. In der Zeit, als ich Unterricht hatte mit Charlie Banarkis, bevor ich mit ihm Privatunterricht hatte und danach, haben wir sogenannte Correspondence Lessons gehabt. Und zwar wurde da eine Kassette, wirklich eine richtige Kassette, viele Leute werden gar nicht mehr wissen, was eine Kassette ist, die schickten wir in der Post hin und her. Und dann war eine Seite, die hieß Charlies Seite und die andere Seite hieß Franks Seite. Und dann spielte Charlie die Übung auf, schrieb mir die Übung eben auf ein Blatt Papier. Ich übte das dann, spielte das auf die andere Seite und schickte ihm das zurück. Und in 2008 habe ich eben auf dieser Idee basierend ein E-Mail-Unterricht gehabt, in dem ich kleine Videos verschickt habe und die Schüler damit unterrichtet habe. Nun endlich habe ich es auch geschafft, meinen Kurs
als Online-Kurs zu organisieren und auf eine super Plattform zu stellen und jetzt erhältlich zu machen. Und der erste Kurs, den ich vorstellen möchte, ist natürlich der Blues. Wir fangen unten an. In Boston hatte ich das Glück, mit Horace Silver zu spielen in einigen Gelegenheiten. Der sagte mir: Lerne Blues und du hast 80% der Improvisation schon verstanden. Mit meiner Methodik, wenig ist mehr, alle Tonarten und Mitsingen, werden wir während des Blues, also die Blues-Tonleitern üben, die Blues-Form in Dur und in Moll. Und wir werden die ganzen technischen Übungen alle mitsingen. Dazu benutze ich das Kodály-Solfège, das man nicht unbedingt benutzen muss, aber das sich für das Singen, glaube ich, am besten eignet. Also in den Jahren, in denen ich das benutze, hat sich das als am besten singbar herauskristallisiert. Und mittlerweile ist es so, dass ich bei meinen Schülern wirklich darauf bestehe, dass die alles wirklich singen mit dem Solfège, und habe gemerkt, dass der Fortschritt und der Prozess wesentlich schneller wird, wenn man dieses System benutzt. Hier sind einige Fragen. Am Ende dieses Kurses wirst du fließend und kreativ über alle Bluesformen spielen können. Dieser Kurs ist für Leute, die auf dem Kontrabass schon einigermaßen laufen können. Ich habe diesen Kurs so unterteilt, dass es drei Übungspläne gibt: den Easy-Übungsplan, dann gibt es einen Medium-Übungsplan und den professionellen Übungsplan. Das heißt, dass alle Übungen entweder nur in einer Oktave gespielt werden, in zwei Oktaven oder im Instrumentenumfang, und auch die Schwierigkeitsgrade unterschiedlich sind, sodass ein Schüler, der anfängt, Schritt für Schritt wirklich die Übung erarbeiten kann, während ein Profi einfach mit den speziellen Extra-Übungen seine Technik und auch sein Gehör wesentlich verbessern wird. Der Unterschied zu anderen Improvisationskursen ist vielleicht die Idee, wirklich sich auf die Geschichte zu stützen und mit ganz klaren Übungsplänen sich technische Grundlagen und kreative Grundlagen zu schaffen. Meine Idee: weniger ist mehr, alle Tonarten und singen. Dadurch, dass wir in allen Tonarten arbeiten und wir 12 Tonarten haben, rechne ich so etwa 12 Wochen. Aber es gibt noch viele Extra-Übungen und extra technische Übungen, sodass ich meistens von einem halben Jahr ausgebe, 6 Monate. Also, du solltest einen Kontrabass haben, klar. Du solltest motiviert sein. Du solltest die gängigen Dur- und Molltonleitern wenigstens in einer Oktave spielen können und so etwa 30 Minuten bis eine Stunde pro Tag aufwenden können, um das zu üben. Die Kurse sind so benannt wie die einzelnen Epochen. Es gibt den Blueskurs. Dann gibt es den Swing-Kurs, wo wir über Jazz-Standards reden und über funktionale Harmonie. Dann gibt es den Bebop-Kurs, wo die Chromatic-Approach-Technik besprochen wird. In dem Cool- und Modalen-Kurs sprechen wir über spezielle Tonleiter und warum modale Musik sich so geändert hat. Und dann gibt es noch den Hardbop-Kurs, wo wir die Ideen der Oktavunterteilung besprechen, die John Coltrane benutzt hat, um außerhalb der Harmonie zu spielen oder andere Harmonien über die vorhandenen Harmonien drüber zu setzen. Ich habe viele Schüler, die gerne in anderen Kursen anfangen würden, aber es ist so, dass die Technik, die ich zum Beispiel in dem Blueskurs unterrichte, auch weiterhin im Swing und im Bebop Eingang findet. Es ist möglich, einen kleinen Test zu machen am Anfang, ob man die Übungen, die ich in dem Blueskurs gebe, alle auch wirklich spielen kann. Und wenn das der Fall ist, kann man auch durchaus mit dem Swing oder vielleicht sogar mit dem Bebop anfangen. Aber mein Vorschlag wäre wirklich, mit dem Blues anzufangen. Die Leute, die schon Blues spielen, haben die bestimmt nicht durch alle Tonarten geübt und kennen auch sicher nicht alle technischen Übungen, die ich geben werde, weil viele sind halt wirklich von mir.
Während des Kurses bin ich immer erreichbar, unter anderem über eine geschlossene Facebook-Gruppe, die heißt auch Kontrabass Exklusiv. Dort werde ich alle Übungen auch selber nochmal vorspielen, sodass man nochmal wirklich, wirklich ganz klar ein Video hat, zum Beispiel, wie man eine bestimmte Technik üben soll. Auch kannst du da deine eigenen Übungen posten und ich werde die kommentieren. Es gibt auch die Möglichkeit, Live-Stunden zu vereinbaren. Mit der Online-Kursplattform von Hotmart habe ich wirklich einen guten Partner gefunden. Das ist eine brasilianische Plattform, die aber weltweit Online-Kurse verkauft und mittlerweile die größte Plattform ist in den Amerikas hier, also in Nord- und Südamerika. Man kann dort weltweit bezahlen. Die haben ein sehr sicheres Bezahlsystem, was eben jeweils sich dem Land anpasst. Leider gibt es diese Plattform noch nicht in Deutsch, aber das ist eine Frage der Zeit, weil wirklich jetzt in den letzten Jahren regelmäßig neue Sprachen zukommen. Mein Kurs ist natürlich in Deutsch. Das sind aufgezeichnete Videos, also Videostunden, die man sich anschauen kann. Und dann macht man die Übung, je nach dem Übungsplan, und hat dann das Feedback auf der Facebook-Gruppe, wo wir dann diese Lives machen können. Also so, dass man im Grunde in seinem eigenen Tempo das machen kann. Außerdem kann man sich eine App runterladen, die heißt Sparkle. Die ist von der Hotmart-Plattform. Und dort kann man sich die Kurse auf dem Handy anschauen. Und die haben ein System, die Videos in dem Moment schnell runterzuladen und wirklich in einem ganz kleinen Format zu lassen, sodass man sich die ohne Probleme auf dem Video anschauen kann. Das gibt es also für Apple und für Android-Geräte. Ne? Man kann den Gesamtpreis in 6 Raten bezahlen. Ich glaube, das ist für viele eine große Hilfe. Und die Rechnung kommt auch in Deutsch, also mit Mehrwertsteuer, und man kann die auch geltend machen. Ne? Ich bin mit dieser Plattform wirklich sehr zufrieden. Ich mache selber einige Kurse mit denen schon, bestimmt habe ich schon so 5, 6 gemacht. Ich habe auch schon Kurse selbst mit Berkeley gemacht und mit diesen ganzen bekannten Online-Plattformen. Und muss sagen, dass die wirklich sehr, sehr modern und sehr, sehr bemüht sind, wirklich die neuesten Kenntnisse und Innovationen mit einzufügen auf ihrer Plattform. Also ich glaube, ihr werdet die mögen. Als Bonus gibt es den Zugang zu dem Kontrabassfest. Das haben wir gerade beendet und wir haben 3 Solostücke erarbeitet. Also ich erkläre, wie man mit welcher Routine man sich ein Solostück, ein Arrangement für den Kontrabass erarbeiten kann. Okay, ich hoffe, wir sehen uns in dem Kurs. Ich bin aufgeregt, freue mich und bis bald, liebe Grüße!